Bis heute werden NS-Verbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg verhaftet und immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik gab es auch Stimmen, die dieses dunkle Kapitel für immer schließen wollten. Doch eine Frau hat nicht locker gelassen und unermüdlich für die Aufklärung von NS-Verbrechen gekämpft, obwohl sie jede Menge Gegenwind hatte. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Beate Glasfeld. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Im Jahr 2012 wurden Sie von der Linken als Kandidatin für das höchste Amt in unserem Staate aufgestellt. Was hat Ihnen das persönlich bedeutet? Na, für mich, würde ich sagen, war es eine große Ehre und vor allen Dingen eine Anerkennung für die ganze Arbeit, die ich bis jetzt geleistet hatte. Stellen Sie sich vor, 1968 war ich zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, weil ich einen Nazi Kiesinger ohrfeigte. Und dann in der Führung von Lischka saß ich fünf Wochen in Köln-Ossendorf im Gefängnis, also eine Kriminelle. Und werde jetzt aufgestellt von der Linken, mit der ich eine gute Beziehung hatte. Wir haben ja gemeinsam gekämpft gegen Faschismus und auch der Opfer gedacht des Nationalsozialismus. Mhm. Und ich hatte oft Kontakt gehabt mit der Linken davor schon. Inwieweit hat Sie diese Nominierung für das Amt des Bundespräsidenten überrascht? Nicht so sehr, wie ich schon sagte. Ich habe die Linke öfters in Berlin getroffen. Mein Mann und ich waren in den Bundestag eingeladen von Gregor Gysi. Sie hatten auch den Film gezeigt damals in Berlin, die Hetzjagd mit Franka Potente, die unser Leben schildert. Mhm. Und deswegen war Frau, ich glaube, besonders Gisine Lötsch hat sich da sehr eingesetzt, die meine Arbeit bewundert. Ich glaube, es war ihre Idee gewesen, mich da vorzuschlagen. Mhm. Beate Glasfeld ist heute bei uns im Studio. Für einige Deutsche war sie eine Nestbeschmutzerin. Andere haben sie bewundert für ihren großen Mut. Hier ein kurzer Rückblick in die 60er und 70er Jahre, die Zeit, in der sie mit spektakulären Aktionen in aller Munde war. Beate Glasfeld. Schon in den 60er Jahren machte sie sich als Aktivistin einen Namen. Die junge Frau kämpfte dafür, NS-Verbrecher vor Gericht zu bringen. Selbstlos, mit ungewöhnlichen Methoden, von der Öffentlichkeit oft verkannt. Man glaubt in Deutschland in mir eine hysterische und fanatische Frau zu sehen, das heißt das Skandalmädchen. Aber leider Gottes ist es so, dass heute man mit verbalen Protestationen nichts mehr erreichen kann. Und um einen Skandal aufzudecken, und da werden Sie mir auch zustimmen, es ist ein Skandal, dass heute NS-Verbrecher noch unbestraft in der Bundesrepublik leben können. Um diesen Skandal aufzudecken, muss man auch mit einem Skandal antworten. Gerechtigkeit, nicht Rache, das ist ihr Motto. In Israel und ihrer Wahlheimat Frankreich wird sie für ihr Engagement gefeiert, erhält zahlreiche Auszeichnungen. Nur die Deutschen brauchen lange, um die Lebensleistung von Beate Glasfeld endlich anzuerkennen. Als Nazi-Jägerin wurden und werden Sie oft betitelt. Wie stehen Sie zu dieser Bezeichnung? Man braucht die Nazis ja nicht zu jagen. Die haben ja alle nach dem Kriege ihre Ämter wieder sind in die Ämter gekommen, in Ministerien. Ein Regierungschef war Nazi-Propagandist Kiesinger. Die waren alle nicht bestraft worden. Sie lebten in ihren eigenen Namen. Einige sind ins Ausland, hatten sich abgesetzt, wie Klaus Barbie, Alois Brunner, Mengele, Walter Rauf. Aber im Allgemeinen, sie lebten alle unbestraft und waren auch, es war für die deutsche Politik kein Problem, die in Deutschland leben zu lassen. Was war Ihr Auslöser für die Beschäftigung mit diesem Thema? Weil der Auslöser war natürlich auch, dass ich 1960 aus Berlin wegging und nach Paris kam, wo ich merkte doch, dass viele gegen die Deutschen voreingenommen waren. Und ich dachte, ich kann nicht sagen, einfach ich schüttel den Opfern die Hand. Ich muss mich als Deutsche irgendwie dort bekennen. Und für mich war Hans und Sophie Scholl mein Beispiel gewesen. Mhm. Und ich dachte, wenn ich als Deutsche in Frankreich lebe, dann muss ich mir drei Punkte, hatte ich mir gesetzt. Das ist unmöglich, dass NS-Verbrecher, dass Nazis wieder in politischen Stellungen sein können. Dann aufspüren von den NS-Verbrechern, sie vor Gericht zu stellen. Und dann eben auch als Deutsche, die ja einem Volk angehört, das 6 Millionen Juden vergast hat, getötet hat, muss ich mich irgendwie gegen Antisemitismus, Antizionismus einsetzen und eben auch meine Solidarität mit dem Staat Israel. Sie fühlten sich also verantwortlich. Sie waren sich sehr bewusst als Deutsche über die jüngste Geschichte. Und Sie haben auch Ihren Mann in Frankreich kennengelernt. Und ich glaube, auch über diese Geschichte sind Sie sehr an dieses Thema herangeführt worden. Wie haben Sie Ihren Mann kennen und lieben gelernt? Ich habe meinen Mann kurz nach meiner Ankunft in Paris kennengelernt. Ich fuhr in die Sprachschule. Ich war Au-pair-Mädchen gewesen. Ich fuhr in die Sprachschule Alliance Française. Und mein Mann fuhr mit der gleichen U-Bahn in die Hochschule für politische Wissenschaften. Und ich hatte ein kurzes Kleid an, mein blaues Buch von der Alliance Française und am Abend, er wusste, es ist eine Ausländerin, aber ich sah auch sehr deutsch aus, sagte er mir später. Aber er fragte trotz allem, sind Sie Engländerin? Und ich sagte, nein.
Und da begann eben unser Gespräch. Und als wir dann aufstiegen, er ging in die Hochschule und ich in die Alliance Française, hatten wir die Telefonnummern ausgetauscht. Und dann später, 3 Tage später, hat er mich angerufen. Klingt nach Liebe auf den ersten Blick. Auf jeden Fall. Ja? Schön. Schön. Warum wollten Sie, Sie haben es ja gerade schon kurz angesprochen, Verantwortung übernehmen für die NS-Verbrechen? Sie fühlten sich ja verantwortlich. Warum war das in Ihnen so stark, in anderen ja nicht? Na, ich war schon in Berlin aufgewachsen und fühlte mich schon als eine wiedervereinte Deutsche. Das war auch schon bei mir etwas in, und ich hatte mich immer dafür eingesetzt, für die Wiedervereinigung von Deutschland. Aber ich war auch deswegen eben motiviert, weil ich meinen Mann kennenlernte und er erzählte mir dann sofort die Geschichte seiner Familie. Sein Vater ist in Auschwitz ums Leben gekommen, in Nizza festgenommen worden, während mein Vater in der deutschen Wehrmacht diente. Ja, er war, mein Vater war kein Nazi gewesen, aber auch kein Opponent gegen das Nazi-Regime. Mhm. Und das war immerhin für mich dann ein Auslöser. Meine Schwiegermutter hatte mir dann später die Geschichte erzählt, wie sie überlebt haben in Nizza. Der Mann ist deportiert worden, ihr Mann. Und das musste ich irgendwie etwas tun. Ich meine, man konnte da nicht einfach da sein und gut. Sie waren also durch diese neue Liebe in Frankreich zu einem Franzosen plötzlich auch verbunden mit dieser Geschichte. Und das war die Familiengeschichte Ihres Mannes, die Beate Glasfeld auf die Gräueltaten der Deutschen während der NS-Zeit aufmerksam gemacht hat. Denn Serge Glasfeld hatte seinen Vater im Holocaust verloren. Arno Glasfeld mit seinen Kindern Serge und Tanja, eng zusammengekuschelt. Der Vater will sie schützen vor den Grauen des Krieges. Als deutsche Soldaten in Rumänien einmarschieren, flieht die jüdische Familie 1940 nach Frankreich. In Nizza leben die Glasfelds zunächst sicher. Ein Foto von Vater Arno und Sohn Serge aus glücklichen Tagen. Aber auch dort werden sie schließlich vom Schrecken der Judenverfolgung eingeholt. Es gibt Verhaftungen. Doch Arno Glasfeld hat vorgesorgt. Ein präparierter Kleiderschrank mit doppelter Rückwand bietet ein kleines Versteck. Als die Gestapo das Haus der Familie durchsucht, kauern seine Frau und die beiden Kinder in dem schmalen Holzkasten. Die ganze Nacht hören sie Schreie aus den umliegenden Wohnungen. Arno Glasfeld lässt sich verhaften, um von seinen Liebsten abzulenken. So rettet er deren Leben. Die Nationalsozialisten bringen ihn erst in ein französisches Sammellager. Dann wird er nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. 76.000 französische Juden werden in den letzten Kriegsjahren in Vernichtungslager gebracht. Die traurige Geschichte Ihres Schwiegervaters Arno Glasfeld. Wie haben Sie, Sie waren ja frisch verliebt in Frankreich, haben Sie uns gerade erzählt, Ihren Mann kennengelernt. Wie haben Sie auf diese Geschichte reagiert als Deutsche, als Ihr zukünftiger Mann Ihnen das erzählt hat? Gerade das war wahrscheinlich auch der Auslöser, dass ich meinem Mann zeigen wollte, wir haben 1963 geheiratet, ihm zu zeigen, dass ich als Deutsche meinen Verpflichtungen nachkommen will. Und ich glaube, die Verbindung, die Heirat eines Juden mit einer deutschen Nichtjüdin war wahrscheinlich ausschlaggebend. Und sogar als wir heirateten, hatte der Bürgermeister im Standesamt gesagt, also Sie sind eine Deutsche, Sie heiraten hier eine deutsch-französische Ehe, aber bitte machen Sie aus Ihrer Ehe was ganz Besonderes. Schön. Das haben Sie gemacht, Frau Glasfeld. Das haben Sie wirklich gemacht. Das haben wir gemacht. Sie sind weltberühmt geworden mit Ihrem Engagement, weltbekannt. Was haben Sie empfunden in diesem Moment, als Ihr Mann Ihnen die Geschichte seines Vaters erzählt hat? War das Trauer? Was war für mich? Es war natürlich Trauer gewesen. Meine Schwiegermutter hat mir das erzählt und die letzten Augenblicke, sie hatte ihren Mann dann nochmal in Nizza, als er zum Bahnhof gebracht wurde und dann ins Lager Drancy, wie Sie sehen, von dort nach Auschwitz, das letzte Mal gesehen. Er hat ihr gerade noch die Hand geschüttelt und mein Mann ist dann 1966 das erste Mal nach Auschwitz gereist, auf den Spuren seines Vaters. Das ist natürlich, würde ich sagen, für die Deutschen doch immerhin ein Auslöser gewesen, also sich da irgendwie gegen Antisemitismus, Antisionismus einzusetzen, was ich dann auch getan habe. Ich habe oft gegen Antisemitismus in östlichen Ländern demonstriert, in Prag und in Warschau, Antisionismus. Das ist eben die Aufgabe, die die Deutschen heute haben. Ich meine, ich bin nun schon lange, mein Engagement war damals 1971, aber das ist etwas sehr Wichtiges, was wir tun müssen. Damals waren es nicht viele, die sich engagiert haben. Von der Ermordung der Juden wollten die meisten Deutschen in den 60er Jahren nichts gewusst haben. Aber als die Rote Armee am 27. Januar 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreite, hat alle Welt die schrecklichen Bilder gesehen. Und für die Alliierten steht nach Kriegsende fest, gegen Nazis muss hart durchgegriffen werden, damit ein so unglaubliches Verbrechen nie wieder stattfinden kann. 1945.
Kurz nach Kriegsende beginnt in Deutschland die sogenannte Entnazifizierung. Ziel ist es, NS-Verbrecher ausfindig zu machen und zu bestrafen. Da es keine einheitliche Richtlinie gibt, gehen die vier Besatzungszonen unterschiedlich hart vor. In den drei westlichen Zonen werden etwa 182.000 ehemalige Nazis verhaftet. Im Osten rund 122.000. Ende 1945 beginnen die Nürnberger Prozesse. Am 20. November stehen 24 Hauptkriegsverbrecher vor Gericht. Unter ihnen Bormann, Hess und Göring. 12 von ihnen werden zum Tode verurteilt, 7 zu Haftstrafen, 5 freigesprochen. In großen Teilen der Bevölkerung gibt es aber den Wunsch, mit der Vergangenheit schnell abzuschließen. Wiederaufbau sei jetzt wichtig, nicht Vergangenheitsbewältigung. 1949 und 1954 erlässt der Deutsche Bundestag 2 Straffreiheitsgesetze, die zahlreiche NS-Täter begnadigen. 1954 spürt Simon Wiesenthal, ein überlebender Jude des Holocaust, den untergetauchten SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann in Argentinien auf. Er war einer der Organisatoren der systematischen Judenermordung. Erst als 1961 das Verfahren gegen Eichmann stattfindet und zwischen 1963 und 1968 dann die 3 sogenannten Auschwitz-Prozesse durchgeführt werden, beginnt die deutsche Öffentlichkeit sich erneut mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Vor allem die Jugend möchte endlich die NS-Vergangenheit der Elterngeneration aufarbeiten. Für viele junge Menschen ein Skandal. Das sogenannte 131er-Gesetz, das der Bundestag verabschiedet hat. Es ermöglicht Beamten, die durch die Alliierten ihre Jobs verloren haben, die Rückkehr. In der Verwaltung, der Justiz und sogar in der Politik finden sich überall ehemalige Nazis wieder. Prominentestes Beispiel: Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Frau Glasfeld, was haben Sie gedacht, wie haben Sie reagiert, als Sie von der Kandidatur von Kurt Georg Kiesinger gehört haben? Na, ich arbeitete damals im Deutsch-Französischen Jugendwerk, dem ich 1963 sofort bei Öffnung beigetreten bin als Sekretärin und habe natürlich die Wahl von Kiesinger 1966 verfolgt. Und mein Mann sagte mir: Beate, du bist jetzt in Frankreich, du musst etwas tun. Wir können das nicht sein lassen, dass die deutsche Bundesregierung von einem Nazi-Propagandisten regiert wird. Und mein Mann half mir dabei, freie Tribünen für eine französische Zeitung, eine Linksliberale, zu schreiben. Die wurden veröffentlicht. Mhm. Und auf den dritten Artikel hin, wo ich sagte, also Kiesinger hat es verstanden, sich einen genauso guten Ruf zu schaffen in den Reihen der Braunheim wie in den Christdemokraten. Und für mich als Deutsche ist Willy Brandt ein Beispiel. Für die deutsche Jugend ist er ein Beispiel. Er hat den Widerstand geleistet gegen den Nazismus und nicht wie Kiesinger, der seine ganzen Intelligenz in den Dienst des Nationalsozialismus gestellt hatte. Mhm. Und auf den Artikel hin, weil ich gesagt habe, ein Kiesinger ist ein Nazi, wurde ich aus dem deutsch-französischen Jugendwerk entlassen. Ich meine, ich wollte die Bedingungen zwischen den Hatten Deutschen... Hatten Sie damit gerechnet, dass die Sie entlassen? Auf keinen Fall. Denn ich meine, es ist unmöglich. Ich meine, wenn man in einem deutsch-französischen Jugendwerk arbeitet, wo man versucht, die beiden Völker zusammenzubringen, war das für mich unmöglich. Und da haben wir gesagt, also müssen wir das tun, wir können das nicht auf uns lassen. Und wir hatten auch noch dann das Beispiel gehabt, dass der Schiedsrichter, die Schiedsrichterkommission des deutsch-französischen Jugendrichters, des Jugendwerts, der deutsche Richter war ein Freund von Kiesinger, ein gewisser Heiler, und gleichen Tag wie er in die Partei eingetreten. Und da war für uns die Sache, also wir müssen unbedingt versuchen, Kiesinger zum Abtreten zu zwingen. Das war unsere Aufgabe. Sie haben ja, glaube ich, 3 Artikel geschrieben in dieser Combat in der linksliberalen Zeitung. Zeitschrift damals in Paris, die ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Als Sie dann wirklich tatsächlich sofort gekündigt wurden, Ihren Sekretärinnenjob aufgeben mussten, wie sind Sie zu Hause zusammengesessen, Ihr Mann und Sie? Wie war die Stimmung? Es war ja auch, damit hatte man doch gar nicht gerechnet, ne? Nein, wir hatten nicht damit gerechnet gehabt. Aber nun gut, ich meine, ich hatte keine Unterstützung von den Angestellten des deutsch-französischen Jugendwerks. Mhm. Im Gegenteil. Waren Sie wütend? Was war so was haben Sie hauptsächlich empfunden? Na, nicht unbedingt wütend, aber zumindest uns ging es darum, jetzt, also ich meine, als Kiesinger gewählt wurde, wurde ja kaum in deutschen Zeitungen über seine Vergangenheit gesprochen. Mhm. Dokumentation war völlig abhanden. Und dann haben wir entschlossen, wir müssen erst mal anfangen, seine Vergangenheit zu dokumentieren. Das war unser erstes Anliegen, was wir dann auch geschafft haben. Also Sie waren auch sachlich?
Wir haben niemals einen NS-Verbrecher angeklagt, wenn wir nicht die Dokumentation über seine Verbrechen bei uns hatten. Also das ist das Notwendigste, was man machen muss. Und das war eben dann, dass mein Mann in die DDR reiste, in Potsdam lagen die Archive des Propagandaministeriums. Kiesinger war ja Verbindungsmann zwischen dem Auswärtigen Amt und Propagandaministerium. Wir haben auch in Washington, in Alexandria recherchiert und konnten also viele Dokumente über Kiesinger zusammenstellen. Also viel Arbeit, viel Fleiß stand dahinter, viel Vorbereitungsarbeit. Bundeskanzler hin oder her, Beate Glasfeld war noch nie der Typ Frau, die sich zurückzog, wenn es schwierig wurde. Gemeinsam mit ihrem Mann überlegte sie, wie man auf die Nazi-Vergangenheit von Kurt Georg Kiesinger aufmerksam machen könnte. Ich frage Sie, ob Sie diese Wahl annehmen. Ich nehme die Wahl an. 1966 wird Kurt Georg Kiesinger in Deutschland Bundeskanzler. Er führt eine Regierung aus CDU und SPD. Viele junge Menschen protestieren gegen diese Wahl. Kiesinger ist für sie ein Alt-Nazi. Schließlich war er schon früh in der NSDAP, arbeitete dann im Staatsdienst. Auch Beate Glasfeld ist über die Entwicklung entrüstet. Der CDU-Parteitag. Als Journalistin getarnt beobachtet Beate Glasfeld den Bundeskanzler und handelt dann. Eine Ohrfeige für den Bundeskanzler. In aller Öffentlichkeit. Eine Ohrfeige von Beate Glasfeld. Unser Freund Amrin hat vorhin die junge Frau, die diese Attacke auf mich machte, in Verbindung gebracht mit der Zeitschrift Compas. Das ist richtig, sie schreibt dort gelegentlich nicht gerade sehr freundliche Artikel. Aber was sie hier getrieben hat und was sie sonst treibt, sie hat ja auch einmal im Bundestag schon eine Lärmszene veranstaltet. Das steht viel mehr in Verbindung mit jenen Radaugruppen, die wir in dem letzten Jahr in Deutschland an unseren Universitätsstädten und sonst wo erlebt haben. Beate Glasfeld, abgeführt wie eine Kriminelle. Noch am Abend muss sie vor ein Schnellgericht und sich hier verantworten. Das Urteil fällt hart aus. Ein Jahr Gefängnis. Doch Beate Glasfeld legt Klage ein. Auch aufgrund internationaler Proteste erhält sie schließlich 2 Monate Bewährung. Die Presse beobachtet das Verfahren. Als Ohrfeigen-Beate macht die junge Frau Schlagzeilen. Und sie nutzt den Medienrummel. Kurt Georg Kiesinger ist ein Alt-Nazi. Diese Botschaft will sie rüberbringen. Die Presse hilft ihr. Für mich war ja die Hauptsache, mit dieser Ohrfeige eben zu bezwecken, dass wieder einmal die Nazi-Vergangenheit von Kiesinger aufgedeckt wird. Und ich glaube, das habe ich auch in den Zeitungen erreicht, die mir gegenüber negativ eingestellt sind. Denn alle haben sie doch davon gesprochen, dass Kiesinger ein Nazi war und dass ich ihn deswegen geohrfeigt habe. Nach der Ohrfeige zieht sie weiter gegen Kiesinger ins Feld. Ganz gezielt stört sie seinen Wahlkampf. In seinem Heimatwahlkreis Waldshut tritt sie als Direktkandidatin gegen den amtierenden Bundeskanzler an. Ihre Aktionen haben Erfolg. 1969 wird Kiesinger abgewählt. Beate Glasfeld hat ihr Ziel erreicht. Frau Glasfeld, wie stehen Sie heute zu der Ohrfeige, die Sie dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger gegeben haben? Na, ich glaube, es war das Wichtigste, was ich in meinem Leben tun konnte. Es war eine symbolische Aktion. Es war eben die Ohrfeige der Jugend gegen die Nazi-Generation. Und ich sagte, als mein Mann am Abend selbst nach Berlin angereist kam, ich kam gerade aus dem Gefängnis, sagte er, Beate, du musst nie wieder etwas so Wichtiges tun wie heute. Das heißt, er stand voll und ganz hinter Ihnen. Auf jeden Fall, wir hatten ja die Ohrfeige zusammen vorbereitet gehabt, ist ganz klar. Aber Sie mussten sie geben, das ist ja dann nochmal was anderes. Wie war dieser Moment, als Sie aufstehen mussten, vorgehen? Wie haben Sie sich da gefühlt? Das war nicht so einfach, denn es war der Kongress, lief eine Woche in Berlin. Ich war in mehreren Veranstaltungen, wo ich eben nicht so nah an Kiesinger herankam, um ihn zu ohrfeigen. Und es war der letzte Tag in der Kongresshalle und ich musste runtergehen zum Podium und die Saalwächter standen an beiden Seiten und wollten mich eigentlich nicht hindurchgehen lassen. Ich sagte, auf der anderen Seite steht eine Kollegin von mir, ich hatte einen Stenoblock in der Hand, ich bin Journalistin. Und sagte, nun gehen Sie, aber machen Sie schnell. Und einmal hinter Kiesinger habe ich ihn geschlagen, Kiesinger Nazi abtreten, er wusste sofort, wer ich bin. Und ich hatte auch das Glück, dass ich hinter ihm stand, denn in den ersten Reihen saßen ja seine Bodyguards und die hätten auf mich schießen müssen, hätte ich nicht hinter Kiesinger gestanden, sondern vor ihm. Sie haben Ihr Leben riskiert? Ich habe mein Leben riskiert. Würden Sie es wieder tun? Eine symbolische Aktion kann man nur einmal durchführen. Aber aus der heutigen Sicht?
Aber ich meine, es kommt auf den Fall drauf an. Ich meine, diese Ohrfeige war Symbol, zwar, obwohl sie von dann, als ich verurteilt wurde, der Vorsitzende Richter sagte, Frau Klaas, Sie haben Gewalt angewandt. Ich sagte, Gewalt ist es, wenn man der deutschen Jugend einen Nazikanzler aufzwingt. Das ist Gewalt. In den 60er Jahren sitzen noch immer zahlreiche Altnazis auf wichtigen Positionen. Viele ehemalige NS-Verbrecher führen in der BRD sogar ein ganz normales Leben unter ihrem echten Namen. So wie Kurt Lischka aus Köln. Kurt Lischka, ein überzeugter Nationalsozialist. Einst arbeitete er für die Gestapo in Berlin und Köln, 1940 dann Paris. Hier organisierte er die Deportation von 73.000 Juden nach Auschwitz. Nach dem Krieg lebte Kurt Lischka in Köln. Nachbarn wollten sich 1971 öffentlich über ihn nicht äußern. Der Typ da nebenan, der Lischka, der kenne ich nicht. Ich sehe den überhaupt nicht. Ich habe den in schon 18 Jahren, ich habe den noch nie gesehen, seit ich hier wohne. Ich weiß nur, dass die Frau Lischka heißt, mehr weiß ich nicht. Den Mann habe ich schon nie gesehen. Beate Klaasfeld hat zusammen mit einem Kameramann Kurt Lischka aufgespürt. Die Filmaufnahmen sollen dem NS-Verbrecher endlich ein Gesicht geben. Die Aufnahmen von Kurt Lischka stammen von dem jüdischen Kameramann Harry Dreifuß, der viele Jahre lang auch als freier Mitarbeiter für den WDR gearbeitet hat. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Harry Danke. Dreifuß. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben damals zusammen mit Beate Klaasfeld diese Bilder gemacht von Kurt Lischka. Warum haben Sie das gemacht? Ja, ich habe erstmal das als Normalauftrag. Ich habe den Auftrag von israelischem Fernsehen, Studio Paris, erhalten. Mhm. Und da wurde mir gesagt, ich soll Familie Klaasfeld begleiten, einen Nazi, der in Deutschland lebt, einfach nur zu zeigen, wie er hier friedlich zu Hause leben kann in Deutschland. Mhm. Ich wusste auch nicht von der Geschichte mit Lischka und Hagen. Und nächsten Morgen, als wir zu Klaasfeld fahren, um die Familie abzuholen, Herr Klaasfeld und Frau Klaasfeld, da sagte mir noch der Kameraassistent, Frau Klaasfeld ist ja die Frau, die den Bundeskanzler geohrfeigt hat. Also habe ich gesagt, na, aber ich habe das erstmal als ganz normale Aufgabe gesehen. Sie hatten keine Angst vor ihr? Nein, Gottes Willen, wir sind befreundet. Meine Frau besonders ehrt sie. Mhm. Ich habe die Aufnahmen gesehen als Aufgabe nur. Und ja, erst war es ein Job, aber es war auch schon der Hintergrundgedanke, hier lebt doch jemand, der Verbrechen vergangen hat, ein Juden. Wie war die erste Situation? Sie sind ja in Kurt Lischkas Wohnung gewesen, haben ihn zusammen um ein Interview gebeten. Wie hat er reagiert? Herr Klaasfeld, Serge hat ihm Unterlagen gezeigt, Kopien. Mhm. Ich hatte ihm genau auf die Finger beobachtet. Die waren ein bisschen zitterig, aber er hat kaum was reagiert. Und Familie Klaasfeld bat ihn, eine Stellung zu nehmen zu diesen Unterlagen mit seiner Unterschrift. Darum ging es ja auch. Mhm. Sie hatten die Beweise in der Hand. Seine Unterschrift. Er hat sie auch nicht verneint. Noch dazu zu erzählen, dass seine Frau saß daneben. Mhm. Sie hat aber nicht reagiert. Mhm. Sie saß daneben. Und er sagte, ohne meinen Anwalt werde ich nicht. Also er hat sich geweigert. Sie haben ihn dann auf der Straße mit der Kamera. Er hat sich geweigert, verfolgt. Aufnahmen zu machen. Mhm. Und dann haben wir ihn gefragt, ob wir ihn nur so filmen können. Er hat es nein gesagt. Und ich glaube, da hat jemand noch gesagt, oder wir haben es nachher unter uns gesagt, dann filmen wir ihn ohne Aufnahmen. Ja. Das haben Sie dann gemacht mit dieser Kamera, die Sie heute mitgebracht haben? Dann habe ich diese Kamera. Das ist Wie sah diese das Kamera dann aus? Noch. Diese Kamera auch noch. Und auf der Straße so auf der Straße, neben ihm hergelaufen? Nein, erstmal weit weg. Mhm. Und Familie Klaasfeld wusste genau, von wo er kommt. Mhm. Und da haben wir gewartet und es war pünktlich. Er ist ja ein pünktlicher Mensch gewesen. Er musste seine Straßenbahn kriegen zum Job. Und als er kam, habe ich ihn schon gefilmt. Da waren die ersten Aufnahmen, da war er noch weit weg. Und er sah uns auf jeden Fall, ist nämlich auf der anderen Straßenseite, ist aber ganz normal weitergegangen. Mhm. Und zuerst habe ich mir gesagt, die Aufgabe war, ihn hier in Köln lebend, unbehelligt zu zeigen, frei. Und das haben wir gemacht. Und dann waren die ersten 10 Sekunden vorbei, war eigentlich theoretisch die Aufgabe erfüllt. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, da brauchen wir noch Aufnahmen. Familie Klaasfeld hielt sich neben mir. Ne? Und da bin ich nochmal nachgegangen und versuchte, ihn von vorn aufzunehmen.
Und in dem Moment fing er an zu rennen. Und das war für mich eine Überraschung, kann man sagen. Weil normalerweise ein so hoher, dekorierter Mensch würde stehen bleiben, mir in die Augen gucken und sagen, was wollen Sie denn? Ja. Das hat der Hagen. Wie hat das auf Sie gewirkt? Er rannte und versuchte, sein Gesicht zu verdecken. Wie wirkte das auf Sie? In dem Moment keine Wirkung. Es war mir wichtig, dass ich nicht falle, dass ich die Kamera auf ihm halte und dass ich diese Position kriege, die gewünscht war, um ihn zu erkennen. Ja. Und besonders war dann an diese Szene, die Sie eben auch gezeigt haben, wo er kehrt, an der Garage vorbeigeht und zurückgeht. Und dann die Szene, wo er seine Aktentasche hochhebt und die nochmal kurz runternimmt. Und man sieht sogar das Augenblick, obwohl das 16mm Film war, sein Auge auf die Kamera oder auf mich. Und dann habe ich halt so lange gedreht, bis diese Spule, das waren 3, 2,5 Minuten, zu Ende war. Am Ende gingen wir dann noch mit ihm bis zur Straßenbahn. Und da war eigentlich die Rolle voll und ich war zufrieden, also nach der Entwicklung vom Kopierwerk erst natürlich. Ne? Und Herr Glasfeld war auch zufrieden und Frau Glasfeld und haben dann mit mir die Aufnahmen gesehen. Und Sie haben sich ja dann, weil Sie ihn nicht stellen konnten in dieser Situation, einen neuen Plan ausgedacht. Sie haben beschlossen, ihn zu entführen. Warum haben Sie das getan? Na, das war die Sache, ja, die NS-Verbrecher, ich sagte, der Lischke, Hagen, Heinrichsen, der Prozess, der später in Köln stattfand, das waren NS-Verbrecher, die während des Krieges in Frankreich tätig waren, die vom französischen Militärgericht in Abwesenheit verurteilt waren. Das heißt, er war in Frankreich bereits verurteilt? In Abwesenheit, Tode oder lebenslang. Konnte aber in Deutschland in Frieden leben. Kam zurück mit der deutschen Armee, wohnte dann wir haben ihn dann in Köln aufgefunden. Es genügte, ins Telefonbuch zu kommen, er lebte unter seinem Namen Kurt Lischke. Und jetzt war die Frage, 1971 unterzeichnete Willy Brandt einen neuen Vertrag, ein Zusatzabkommen zu dem Überleitungsvertrag, der ermöglichte nach Ratifizierung des Deutschen Bundestages, dass diese NS-Verbrecher in Frankreich in Abwesenheit vor deutsche Gerichte gestellt werden konnten. Mhm. Der Vertrag wurde 1971 unterzeichnet von Willy Brandt und dann lief nichts mehr. Dann eben, dass wir den Lischke herausgeholt haben. Und dann war auch die Sache, dass wir ihn, hätten wir ihn jetzt gekidnappt und nach Frankreich zurückgebracht, wäre er vor das französische Militärgericht gestellt worden. Mhm. Wir hatten natürlich, die Presse hätten wir alarmiert. Das und war Ihr Plan. Sie hatten unser ein Plan. Auto gemietet. Wir Warum hat es nicht geklappt? Ja, wir hatten ein Auto von Paris gemietet. Es war ein Mercedes, ein Viertürer Mercedes. Als wir in Köln ankamen mit letzter Verspätung, war es ein Zweitürer Sportwagen. Mhm. Und ich hatte ja vorher ausgekundigt, wie sein Lebenslauf, auch wie sein Tagesablauf ist. Morgens, er nahm den Straßenbahn, er arbeitet in einem Büro hinter dem Hauptbahnhof Köln. Und kam mittags zurück, um zu essen und dann wieder zurück ins Büro. Und unser Anliegen war, ihn morgens also auf den Kopf zu schlagen, ihn zur Erde zu bringen und dann in den Kofferraum rein bis zur Grenze und dann mit einem anderen Auto nach Paris zurück. Mhm. Ich stand da und gab das Signal, als er aus dem Haus kam. Derjenige unserer beiden Freunde, der den Schlag geben sollte, hatte das nicht geschafft. Jedenfalls am Morgen lief die Sache gar nicht. Wir kamen am Mittag aber zurück nach Lischkas Wohnung und diesmal hatten wir also ihn doch umfangen können und ihn auf den Boden bringen können. Es war ein Bahnbeamter, der dazu kam. Also es klappte wieder nicht. Aber wir sind nach Paris zurückgereist. Aber ich habe sofort am nächsten Tag die deutsche Presse angerufen. Die können sagen, wissen Sie, was in der Bergisch-Blattbacher Straße vorgegangen ist? Juden wollten einen NS-Verbrecher entführen. Und da war natürlich die Sache von Lischke in der Zeitung. Die Entführung war missglückt, weil einfach der große Mann daraus, nicht auf den Zweisitzer hinten zu buxieren war. Sie konnten aber trotzdem... Wir haben daraus etwas gemacht und der Fall Lischke war also in allen Zeitungen dokumentiert. Und als mich die Presse fragte, wer ist Ihr zweites Opfer, sagte ich Herbert Hagen, der auch in Frankreich tätig war. Wir haben Bilder vom Prozess. Kurt Lischke hat ja dann Sie auch noch, Herr Dreyfus, bezichtigt, auch bei der Entführung dabei gewesen zu sein. Das war nicht so. Ja. Sie konnten Ihre Unschuld beweisen. Und Beate Glasfeld hat sich aber ganz bewusst der deutschen Justiz gestellt, um, Sie haben ja gerade erzählt, die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zu ziehen. Und das hat sie erreicht. Französische Juden in Köln. Beate Glasfeld inmitten des Protestzuges. Es ist bestimmt keine Rache mit dabei, denn wir haben in jahrelanger Arbeit viel von uns selbst gegeben. Es geht uns darum, heute die zu verurteilen, die verantwortlich waren für die Deportation der 80.000 Juden von Frankreich nach Auschwitz. Beate Glasfeld hat die Kinder der ermordeten französischen Juden mobilisiert, um in der Öffentlichkeit auf die Verbrechen von Kurt Lischke aufmerksam zu machen. Die Stimmung vor Prozessbeginn ist aufgeladen. Viele der Angereisten waren selbst im KZ. Fast alle haben Familienangehörige in den Gaskammern verloren. Beate Glasfeld hat gemeinsam mit ihrem Mann die Verbrechen des Nazis aufgearbeitet und dokumentiert. Lischke hat uns
nach Deutschland geschickt. Und auch meine Eltern, mein Vater, meine Mutter sind gestorben, vergast. Ein Tag der Erinnerungen. Im Foyer des Gerichts singen die Angehörigen der Opfer das Lied der Moorsoldaten, das Lied der KZ-Häftlinge. Doch erinnern wollen sich nicht alle. Aufnahmen aus der Nachbarschaft von Kurt Lischka von 1979. Ich finde die Prozesse sinnlos. Ich sehe effektiv keinen Sinn mehr da drin. Die hätten in jedem Fall vor mindestens 20 Jahren stattfinden müssen. Ich bin zwar der Meinung, dieselbe Meinung habe ich wie meine Mutter, dass das eigentlich zu spät ist in dem Sinne. Denn die Leute sind teilweise 71 wie der Herr Lischka und die ihn ins Gefängnis bringen oder eine andere Strafe, ich glaube, das bringt nichts mehr. Aber andererseits habe ich das Empfinden, und dass es ungerecht ist, weil so ein Mensch hat ja unheimlich viele Menschen umgebracht und er hat etwas gemacht, was bestraft werden muss. Lischka wird nicht alleine angeklagt. Mit ihm verantworten müssen sich auch Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn. Das Interesse an dem Prozess ist groß. Nebenkläger ist der französische Anwalt Serge Klarsfeld. In mühsamer Archivrecherche hat er Beweise zusammengetragen. So kann er das Gericht überzeugen. Die Angeklagten wussten damals, dass die aus Frankreich deportierten Juden direkt in den Tod fuhren. Im Lischka-Prozess hat das Kölner Landgericht die drei Angeklagten zu Freiheitsstrafen von 12, 10 und 6 Jahren verurteilt. Der Hauptangeklagte, der frühere SS-Obersturmbannführer Kurt Lischka, erhielt wegen Beihilfe zum Judenmord 10 Jahre Freiheitsentzug. Der Prozess war also erfolgreich, aber wie wir in dem Film gesehen haben, Herr Dreyfus, gab es in der Bevölkerung damals auch kritische Stimmen. Wie haben Sie das empfunden? Schlimm, besonders weil meine Frau Holocaust-Überlebende ist und ihr Vater umgekommen ist während der Holocaust-Zeit. Und also für Sie war es auch wichtig, als Jude daran beteiligt gewesen zu sein an dieser Aktion? Kann man das so danach sehen? Bin ich ja heute stolz, sonst wäre ich nicht hier. Mhm. Wir freuen uns auch sehr, dass Sie gekommen sind. Ja, und das hat nichts zu tun, dass Frau Klarsfeld nominiert war. Nein, diese Geschichte ist ja sehr, sehr viel älter. Ja. Sie hatten ja dann auch noch viel Ärger im Nachhinein, ja, weil eben Kurt Lischka Sie beschuldigt hatte, an der Entführung beteiligt zu sein. Er hat mich beschuldigt und ich musste ihm gegenüberstellen. Erstmal konnte ich ein Alibi bringen und dann musste ich bei der Polizeipräsidium ihm gegenüberstellen. Er baute sich vor mir auf, so wie er immer war. Allerdings nicht, wie er auf der Straße war, war er da sicher. Mhm. Überall standen Beamten und haben gedacht, auch dass ich Kollegen gebracht habe, die unten sind. Aber dann kam Bescheid, dass keiner gekommen ist. Und dann hat er mich angesehen, musste mich sogar drehen. Jetzt musste ich mich als Jude heutzutage vor ihm stehen, linkes Profil, rechte Profil. Und dann ist er weggegangen und man hat mir dann mitgeteilt, er hat sie doch erkannt, ich war dabei. Ich habe dann langsam gedacht, dass ich schade, dass ich nicht dabei war. Also Sie haben sich ja gewehrt, Sie haben ihn auch verklagt, Sie haben Klage eingereicht und Sie haben Recht bekommen, Ihre Unschuld wurde bewiesen. Die Unschuld wurde von der Kripo bewiesen, aber vom Gericht habe ich nicht Recht bekommen. Und Sie mussten die Prozesskosten auch bezahlen, weil subjektiv hat er Recht, objektiv hat er nicht Recht gehabt. Und da liegt es bei mir. Ich muss noch dazu sagen, ich habe es versucht dann beim israelischen Fernsehen, Unterstützung. Ich wollte eine zweite Klage einreichen. Der Anwalt hat mir gesagt, lassen Sie das, das können Sie nicht bezahlen, die zweite Klage, Sie verlieren wieder. Habe ich mich an israelische Fernsehen gewandt, die mir den Auftrag gegeben haben. Ja. Und da war ein langer Hin- und Her-Prozess und da wurde ich eine Absage auch bekommen, weil ich kein Festangestellter bin. Ich hätte die Aufgaben als Auftragnehmer genommen. Und dann hatte ich mich war sehr enttäuscht. Das war meine zweite große Enttäuschung. Dann hatte ich mich an den Journalistenverband gewandt in Israel, über den Korrespondenten, mit dem habe ich mittlerweile hier in Deutschland gefilmt. Und die haben mir eine sehr positive, sie werden sich jetzt darum kümmern, dass ich Unterstützung kriege. Und danach, im Oktober 1973, kam dieser schlimme Yom Kippur-Krieg. Und als ich von meinen Freunden in Tel Aviv gehört habe, wie schlimm das war für Kollegen und so, da habe ich die Sache abgelegt und also Aufnahmen, die für Sie viele Folgen hatten. Sie haben viel gekämpft und wir freuen uns sehr, Harry Dreyfus, dass Sie heute bei uns im Studio waren und uns diese Geschichte erzählt haben. Danke. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Auch während des Liszka-Prozesses wurden immer wieder Stimmen laut, die einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der NS-Verbrechen fordern. Für Beate Glasfeld kommt das nicht in Frage. Sie jagt die Nazis nicht nur in Deutschland, sie spürt sie auch im Ausland auf. Es ist das Jahr 1945. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges herrscht im zerbombten Deutschland Chaos. Das nutzen Nazi-Verbrecher gezielt aus, besorgen sich falsche Pässe und können so untertauchen. Um einer Strafe durch die Alliierten zu entgehen, entwickelt sich ein regelrechter Flüchtlingsstrom in Richtung Italien und Spanien. Spaniens Diktator Franco bietet Kriegsverbrechern einen sicheren Platz und soll sie sogar mit Unterkunft, Verpflegung und Geld versorgt haben. In Italien helfen auch Mitglieder der katholischen Kirche bei der Flucht. NS-Vertreter werden in Klöstern versteckt, als Mönche getarnt. Sowohl von Spanien als auch von Italien aus fliehen manche Nazis weiter. Mit Schiffen geht es über den Atlantik nach Südamerika. Nach Brasilien und Bolivien ist Argentinien eines der Hauptziele. Der dortige Machtinhaber Juan Perón will sich das Know-how der deutschen Ingenieure zunutze machen. In dem südamerikanischen Land tauchen bis 1949 bis zu 2000 Nationalsozialisten unter. Die Fluchtwege der Nazis gehen als sogenannte Rattenlinien in die Geschichte ein. So gelangt auch ein gewisser Klaus Altmann nach Südamerika und wird bolivianischer Staatsbürger. Altmann wird Berater des militärischen Geheimdienstes in Bolivien und betreibt außerdem erfolgreich ein großes Sägewerk. Zudem liefert Altmann Informationen für Geheimdienste, unter anderem den Bundesnachrichtendienst. Erst als Beate Glasfeld und ihr Mann Serge Anfang der 70er Jahre zu recherchieren beginnen, verdichten sich die Gerüchte, dass Klaus Altmann der gesuchte NS-Verbrecher Klaus Barbie ist. Frau Glasfeld, Sie haben gemeinsam mit Ihrem Mann viel recherchiert. Was hat man Klaus Barbie zur Last gelegt? Herr Klaus Barbe gehörte ja wie Kurt und Lischke, Herrn Heinrichsen zu denjenigen, die in Frankreich tätig waren und die Juden aus Frankreich deportiert haben. Der Prozess in Köln konnte nur stattfinden. Sie haben die Fotos gesehen, weil die Juden aus Frankreich angereist kamen. Wir konnten den Vertrag ratifizieren lassen. Die deutschen Gerichte wurden zuständig und es kam zu Haftstrafen von 12, 10 und 6 Jahren, was ja immerhin unwahrscheinlich war. Wir hatten dann zu der Zeit auch erfahren, dass in München ein Staatsanwalt eine Anklage gegen Klaus Barbie eingestellt hatte. Und zwar war die Begründung, das ist unwahrscheinlich, man weiß, dass Klaus Barbie unter anderem Juden in Fort-Montluc in Lyon erschossen hat. Er war der Chef der Gestapo von Lyon. Und er hatte auch kurz vor Kriegsende im April 1944 dazu aufgefordert, die jüdischen Kinder aus einem jüdischen Kinderheim in der Nähe von Lyon in den Bergen festzunehmen und zu deportieren. Die 44 Kinder wurden alle deportiert. Und die Begründung des deutschen Staatsanwaltes war, Barbie konnte nicht wissen, dass die Kinder, Waisenkinder, nach Auschwitz, nach in den Osten deportiert, in den Tod geschickt wurden. Wäre das Argument durchgekommen, hätte der Liszka-Prozess auch nicht stattfinden können. Denn man hätte das gleiche Argument gesagt, wie konnte Liszka Hagenheim nicht wissen, dass die Juden, die in den Osten verschickt werden, in den Tod geschickt werden. Er hat das Kinderheim von Isieux. Dort wurden Kinder versteckt vor den Nazis. Man wollte sie so retten. Das waren im Allgemeinen Kinder, deren Eltern schon deportiert waren. Das waren alles Waisenkinder gewesen. Waisenkinder, die so gerettet werden sollten, aber er hat diese Kinder tatsächlich auch noch deportieren lassen. Er hat es veranlasst, dass die Kinder deportiert wurden. Warum war es Ihrem Mann und Ihnen so wichtig, dass das Schicksal dieser Kinder nicht in Vergessenheit gerät? Für uns war es wichtig, Klaus Barbie auffindig zu machen. Und es war eben diese Sache in München, die viel Staub in der Presse aufgewirbelt hatte. Es war ein Deutscher, der in Lima lebte, der schickte dem Staatsanwalt ein Bild und sagte, hier, der Klaus Barbie, der in der Süddeutschen Zeitung fotografiert war, als er damals während des Krieges, sieht sehr ähnlich einem Bolivianer, der lebt in Peru, bei einem anderen NS-Verbrecher, Schwendt, und der heißt Klaus Altmann. Und wir haben dann recherchiert, Serge und ich, über Klaus Barbie in Frankreich. Wir haben dann Kontakt gehabt mit dem Staatsanwalt in München, der jetzt uns sehr geholfen hatte. Er brachte die ganzen Argumente über Klaus Barbie zusammen und über Altmann. Und dann konnten wir ihn identifizieren. Und ich bin dann das erste Mal nach Bolivien gereist, erst nach Peru. Er ist dann aber nach Bolivien geflohen und hatte jetzt die Möglichkeit, dem Justizministerium in La Paz die ganzen Beweise zu bringen. Klaus Altmann ist Klaus Barbie. Dazu haben wir Bilder, Frau Glasfeld. Der amerikanische Geheimdienst war es, der Klaus Barbie nach dem Krieg mit falschen Papieren versorgt und ihm bei der Flucht nach Südamerika geholfen hatte. 20 Jahre lang, von 1951 bis 1971, konnte Klaus Barbie alias Klaus Altmann ganz ungestört in Bolivien und Peru leben und arbeiten, bis Beate Glasfeld ihn aufspürte.
Ich habe niemals gefoltert. Die überlieferten Fotos von Barbys Gestapo-Tätigkeit in Lyon sprechen eine andere Sprache. Doch nicht wegen dieser Opfer wollen Beate Klarsfeld und ihr Mann Klaus Barbie vor Gericht bringen. Anfang der 50er Jahre war er für diese Gräueltaten bereits als Kriegsverbrecher in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Eine Strafe, die verjährt. In einem neuen Gerichtsprozess soll die Anklage Verbrechen gegen die Menschlichkeit lauten. Denn solche Verbrechen verjähren nicht. Das Ehepaar Klarsfeld sammelt Beweise gegen Barbie und stößt auf die traurige Geschichte des Kinderheims in Isieux. Über 40 jüdische Kinder und ihre Begleiter wurden auf Befehl Barbies aus dem Heim geholt, nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Klaus Barbie machte sofort Vollzugsmeldung. Ein Fehler. Denn die Klarsfelds finden das Fernschreiben in einem Archiv und sichern es als Beweismittel für den späteren Prozess. Doch lange Zeit lebt Barbie ungestraft. In den Nachkriegswirren gelingt es ihm, beim US-Geheimdienst unterzukommen. Einer seiner ehemaligen amerikanischen Chefs erinnert sich. Wir wussten ja nicht, dass er ein berüchtigter Kriegsverbrecher ist. Seine Informationen machten ihn nützlich. Wir hatten da keine großen Gewissensbisse. Anfang der 50er Jahre besorgen die Amerikaner Klaus Barbie eine neue Identität. Unter dem Namen Klaus Altmann verschiffen sie ihn samt seiner Familie nach Südamerika. Barbie baut sich ein neues, unbeschwertes Leben auf. Auch wirtschaftlich geht es ihm gut. Er steigt auf zum Direktor einer Schifffahrtsgesellschaft. Ich bin nicht Barbie, wie ich schon gesagt habe. Ich bin Klaus Altmann. Und die Staatsanwalt München wird Sicherheit Gelegenheit haben, den bolivianischen Behörden diese Unterlagen zugehen zu lassen. Doch die Vergangenheit holt ihn trotz aller Tarnung ein. Ein Verdienst von Beate Klarsfeld. Zweimal reist sie nach Bolivien. Es gibt Freunde, die Barbie mit seinem Leibwächter auf der Straße gesehen haben. Man könnte glauben, man passt auf ihn auf, damit er nicht abhanden kommt. Im Februar 1983 ist es mit dem Aufenthalt des Klaus Altmann, Barbie, in Bolivien vorbei. Das Land erklärt ihn nach dem Sturz der Diktatur zur unerwünschten Person und schiebt ihn nach Frankreich ab. Auch der bolivianische Geheimdienstausweis kann Barbie jetzt nicht mehr schützen. Endlich kann der Prozess stattfinden, für den Beate Klarsfeld über Jahre gekämpft hat. Frau Klarsfeld, zweimal sind Sie nach Südamerika gereist, nach Peru und nach Bolivien. Was war genau Ihr Ziel? Die erste Reise war ja, ich sagte, das erste nach, als ich nach Lima ankam, ist er nach Bolivien geflohen und dann folgte ich ihm nach La Paz, um eben zu beweisen, dass Klaus Altmann, der Chef der Gestapo in Lyon, unter dem Namen von Klaus Barbie, in La Paz lebt. Ich habe die ganzen Dokumente dem Justizministerium übergeben. Und ein zweites Mal bin ich zurückgekommen. Es wurde dann ein Auslieferungsantrag von Frankreich gestellt an Bolivien, der abgelehnt wurde. Und dann ein zweites Mal bin ich dann nach Bolivien gereist mit einer jüdischen Mutter, deren Kinder aus dem jüdischen Heim in Isieux deportiert wurden. Mina, die beiden Mädchen. Ihr Mann war in Lyon ermordet worden und der Sohn war getrennt von den beiden Mädchen aus Isieux auch deportiert worden. Also sie hatte fünf Familienmitglieder verloren. Ihren Mann und ihre Kinder verloren. Und ihre drei Kinder Barbie. Verloren durch Klaus Barbie. Mhm. Und dann haben wir uns auf der Bank angekettet vor Lischkas Büro, vor Barbies Büro auf der Hauptstraße und die Bovianer aufgefordert, sie als Mutter, deren Kinder deportiert, von ihrem Mann erschossen, uns zu unterstützen in dem Antrag, Klaus Barbie nach Frankreich auszuweisen. Und die Menschen haben reagiert? Es waren viele Leute, die sich um uns geschart haben. Mhm. Und wir hatten unsere Spruchbänder auf Spanisch übersetzt. Sie wurden uns zuerst abgerissen, aber dann kam jemand von der israelischen Botschaft und hatte uns neue gebracht. Und es war immerhin ein wichtiges Ereignis, denn jetzt war Barbie überall bekannt. Aber leider Gottes, unter der Diktatur war es keine Möglichkeit, ihn auszuliefern. Sie hatten zwar Erfolg, es war aber nicht sofort etwas zu tun. Erst 1983, nachdem sich die politische Situation in Bolivien verändert hatte, wurde Klaus Barbie aus Bolivien ausgewiesen. Und noch im Flugzeug ging er davon aus, dass seine Reise nach Deutschland gehen würde. Ein Trugschluss.
Klaus Barbie im Februar 1983. Bolivien weist ihn endlich aus. Es geht nach Frankreich. Im Flugzeug spricht er mit einem Reporter. Ja, ich habe am Zweiten Weltkrieg als Soldat teilgenommen. Wichtig war mir nur, den Krieg zu gewinnen. Das ist meine Meinung. Alles andere hat für mich keine Rolle gespielt. Beate Glasfeld erscheint mit den Müttern ermordeter Kinder vor Gericht. Für die Kinder von Isieux haben wir nach Barbie gesucht und ihn gefunden. Das sagt Anwalt Serge Glasfeld später in seinem Plädoyer. Es ist der Verdienst der Glasfelds, dass Klaus Barbie sich 1987, mehr als 40 Jahre nach Kriegsende, endlich vor einem Gericht verantworten muss. Der Angeklagte sagt nicht aus. Beweise seiner Untaten leugnet er, behauptet, sie seien gefälscht. Bei den erschütternden Zeugenaussagen von Folter und Tod zeigt er keinerlei Regung. Schon vor Beginn des Prozesses macht Klaus Barbie deutlich, dass er Reue nicht kennt. Puede ser tal vez un día la historia, no sé. Porque Napoleon también fue. Vielleicht wird die Geschichte einmal, wer weiß. Auch Napoleon wurde in ganz Europa für seine Taten verurteilt. Mittlerweile, nach 200 Jahren, ist er ein Held. Pero como veo la historia hoy día, él era el un héroe. Das Gericht sieht in Barbie keinen Helden, sondern verurteilt ihn zu lebenslanger Haft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 4 Jahre lang verbringt Barbie noch im Gefängnis in Lyon. Am 25. September 1991 stirbt er dann im Alter von 77 Jahren im Gefängniskrankenhaus an Leukämie. Klaus Barbie, der auch der Schlächter von Lyon genannt wurde, ein unglaublich grausamer Mensch, der die Menschen nicht nur getötet hat, seine Opfer, sondern auch gefoltert hat. Mhm. Was hat Ihnen seine Verurteilung persönlich bedeutet? Na, ich sagte, wir hatten also auch mit unserer Gruppe die Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich. Sie haben die beiden jüdischen Mütter gesehen. Für die war es eine große Erleichterung, dass jetzt Gerechtigkeit geschaffen wurde. Es war nicht ein Rachegefühl, wenn die Überlebenden sich gegen ihn engagiert. Das war ein Gefühl für Gerechtigkeit. Und das haben wir eben erreicht, in der er ist ja ausgewiesen worden, er ist ja nicht ausgeliefert worden. Das war auch unser Anliegen gewesen, denn wir hatten ja auch versucht, Klaus Barbie aus Bolivien zu entführen und nach Frankreich zu verbringen, was nicht klappte. Aber wir hatten dann gute Kontakte zu der Opposition in Bolivien. Und als die sozialistische Regierung an die Macht kam, hatten wir einen ganz besonderen Freund, Gustavo Sanchez Salazar, mit dem wir eben auch die Entführung durchführen wollten, die nicht geklappt hatte. Und er ist dann ausgewiesen worden. Auch der französische Präsident François Mitterrand hatte mitgeholfen gehabt, dass also da etwas geschehen muss. Und er ist dann, wie Sie gesehen haben, ins Flugzeug gesetzt worden. Mhm. Denn die Ausrüstung hätte nie geklappt. Gott sei Dank ist er auch nicht nach Deutschland ausgeliefert worden. Denn er wäre angeklagt worden für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Frankreich war das der Fall. Und wir waren froh, dass er nach Frankreich kam und dann eben dort zu lebenslang verurteilt und im Gefängnis starb. Und das war für die Opfer also eine große Befriedigung, dass diese Verbrechen also sich nicht auszahlen. Warum macht es Ihrer Meinung nach Sinn, NS-Verbrecher auch im hohen Alter noch zu verurteilen? Das war ja 40 Jahre nach Kriegsende, als Barbie endlich verurteilt wurde. Naja, wir hatten keine andere Möglichkeit, es hat lange gedauert. Der Lischka-Prozess dauerte auch von 71 bis 79, es dauert alles lange. Ich meine, es sind ja immer Gruppen von wie wir gewesen, die sich da engagiert haben. Wir hatten ja nicht diese enormen Mittel gehabt. Wir mussten lange kämpfen, um die deutsche politische Gesellschaft zu ändern. Und im Allgemeinen heute würde ich sagen, ist es nicht mehr notwendig. Es ist gut, wenn wie Wiesenthal sagt, man kann die NS-Verbrecher bis zum Lebensende verfolgen. Aber es bringt heute nicht mehr viel, denn im Allgemeinen, die sind sehr krank. Ein Prozess kann nicht mehr durchgeführt werden. Allgemein gibt es keine Dokumentation über diese Sache, wie der Demjanjuk-Prozess in München bewiesen hat. Und es gibt keine Augenzeugen mehr. Also einen Prozess anzusetzen, wo es also zu nichts bringt, wo der Angeklagte dann freigesprochen wird oder nach Hause gehen kann, hat keinen Zweck. Aber immerhin, die Nachricht ist, bis zum letzten Ende muss jeder NS-Verbrecher damit rechnen, dass er noch verfolgt werden kann.
Aber Sie haben ja gerade gesagt, eigentlich macht es heute, also 60 Jahre nach Kriegsende, nicht mehr wirklich Sinn. Habe ich das richtig verstanden? Naja, denn ich meine, ein Prozess, der Lischka-Prozess war ein wunderbarer Prozess, basiert auf Dokumentation mit Augenzeugen. Man braucht Beweise. Man braucht Beweise. Die Überlebenden kamen und berichteten darüber. Im Prozess gegen Klaus Barbie auch. Die beiden Mütter hatten dort erzählt, was ihnen, wie es war, dass ihre Familien deportiert wurden. Aber ein Prozess muss eine Aufklärung haben. Der Eichmann-Prozess war eine Aufklärung gewesen, das Nürnberger Prozess von den Alliierten eingeleitet war ein Aufklärungsprozess. Es muss eine geschichtliche Sache daraus kommen, ein Geschichtsunterricht für die Jugendlichen. Sonst ein Prozess, wo also der Eingestellte muss, hat keinen Zweck. Klaus Barbie wurde ja auch erfolgreich verurteilt. Es gibt aber auch heute noch viele andere, die nicht verurteilt wurden, die untergetaucht sind. Die Frage ist ja, ob sich nach so langer Zeit noch Gerechtigkeit herstellen lässt. Sie sagen ja, wenn man die Beweise nicht hat, nicht mehr wirklich. Sie haben ja gerade gesagt, die Angehörigen damals von Barbie, die Opfer, die waren froh, dass Gerechtigkeit hergestellt wurde. Glauben Sie, dass es für die Angehörigen der Opfer auch heute noch, also fast 60 Jahre nach Kriegsende, eine Bedeutung hat, hätte? Auf jeden Fall. Ich meine, unsere Gruppe war auch die Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich, unsere Organisation. Das ist die Organisation, die Sie gegründet haben. Und sie waren natürlich sehr stolz, dass dank ihres Engagements sie es erreicht haben, dass der Prozess in Köln stattfinden konnte, dass Klaus Barbie aus Bolivien ausgewiesen wurde. Alois Brunner haben wir in Syrien aufgedeckt, in Damaskus. Er konnte nicht ausgeliefert werden, er ist dort gestorben. Für auch einer wie Klaus Barbie, der kurz vor Kriegsende in Frankreich jüdische Kinderheime hat ausheben lassen und 200 jüdische Kinder hat nach Auschwitz deportieren lassen. Alois Brunner ist unter der Diktatur von dem Bashar-Regime geschützt worden und wahrscheinlich in Damaskus gestorben. Mhm. Aber immerhin, wir haben dann 2002 in Frankreich noch einen Prozess in Abwesenheit gegen Alois Brunner durchführen können. Wir haben mehrere Mal dort demonstriert, mein Mann und ich. Wir haben gesagt, er lebt unter dem Namen Fischer hier. Ich habe vom Justizministerium demonstriert. Mhm. Aber er ist in Frankreich in Abwesenheit verurteilt worden. Es war ein großer Prozess, wo die Verbrechen von Alois Brunner aufgezeigt wurden. Tatsächlich sind bis heute nicht alle Täter bestraft worden. Wie die Verfolgung von NS-Verbrechern in den letzten Jahrzehnten aussah, das sehen wir in diesem kurzen Überblick. 1971 machen Beate Klaasfeld und ihr Mann Serge mit einem Entführungsversuch auf sich aufmerksam. Sie wollen Kurt Lischka nach Frankreich verschleppen, damit er dort vor Gericht gestellt werden kann. Der ehemalige Gestapo-Chef ist verantwortlich für die Deportation von 40.000 französischen Juden. Die Entführung misslingt. Beate Klaasfeld wird zu 2 Monaten auf Bewährung verurteilt. 1977. In Los Angeles wird das Simon Wiesenthal Center eröffnet. Dort hält man die Erinnerung an Antisemitismus und Völkermord aufrecht. 1979. Der Bundestag beschließt, Mord und Völkermord verjährt nicht. So können Kriegsverbrecher auch weiterhin strafrechtlich verfolgt werden. Ein weiterer Kriegsverbrecherprozess sorgt 1987 für weltweites Interesse. Nazi Klaus Barbie, der sogenannte Schlechter von Lyon, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Barbie ist für den Tod tausender Juden verantwortlich. Letzte Chance, so heißt eine Kampagne des Wiesenthal-Centers, die 2002 ins Leben gerufen wird. Für Hinweise, die zu einer Verurteilung eines Nazi-Verbrechers führen, gibt es 10.000 Euro Belohnung. Seitdem kommt es weltweit noch zu fast 80 Verurteilungen. Ein Blick in die Zukunft? Experten schätzen, dass man maximal noch 10 Jahre Kriegsverbrecher aufspüren bzw. verurteilen kann. Denn selbst die, die damals noch minderjährig waren, müssten dann weit über 90 Jahre alt sein. In Deutschland gibt es übrigens schon seit 1958 eine eigene Behörde, die NS-Verbrechen aufarbeitet. Die Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, die sitzt in Ludwigsburg und wird geleitet von Staatsanwalt Kurt Schrimm, den Sie hier auch auf dem Foto sehen. Bei uns im Internet können Sie nachlesen, an welchen Fällen die Ermittler heute arbeiten. Und es gibt auch wie immer viele Links zum Thema. Das alles unter planet-wissen.de und Infos gibt es auch im Videotext auf Seite 396. Frau Klaasfeld, Sie haben gerade schon den Fall Alois Brunner angesprochen. Das war ja auch der Mann, der Ihren Schwiegervater für die Deportation Ihres Schwiegervaters zuständig war. Ja, ja. Das war ja sozusagen
Ihr persönlichster Fall, wenn man so möchte, weil er mit Ihrer Familiengeschichte verbunden ist und eigentlich ja auch ungelöst. Er wurde zwar in Abwesenheit verurteilt, aber musste ja praktisch seine Haft nicht antreten. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, er ist ja, wir haben ja, er konnte ja nicht ausgewiesen werden. Er lebt in einem Land wie Syrien, anti-israelisch und antisionistisch. Und das war also keine Möglichkeit, obwohl, ich sagte ja, die Deutschen haben einen mündlichen Auslieferungsantrag gestellt, sogar die Österreicher, die Franzosen auch, aber es war natürlich keine Möglichkeit, ihn auszuliefern. Sogar die DDR-Regierung hatte noch kurz vor Mauerfall eine Auslieferung nach Syrien gestellt für Alois Brunner. Aber er war eben geschützt von der Regierung in Damaskus. Glauben Sie, dass er heute noch lebt? Ich glaube es nicht. Wir haben mehrere Male in Damaskus demonstriert. Ich war schon in Damaskus das erste Mal nach dem Yom Kippur-Krieg, wo ich mich als Deutsche engagierte, sagte, also als die israelischen Kriegsgefangenen auf den Golanhöhen festgenommen wurden und von den Syrern gefoltert wurden. Das Rote Kreuz konnte nicht zu ihnen, um sie zu sehen. Ich meine, das war durchaus notwendig, aber wir haben eben den Prozess in Abwesenheit in Frankreich geführt. Seine Verbrechen sind bekannt geworden und leider, er hat auch durch den israelischen Geheimdienst immerhin noch eine Hand verloren oder einen Finger und das Auge. Also ich meine, er konnte nicht in Ruhe in Syrien leben. Er wusste, dass man ihn jagen wollte, aber wir haben es nicht geschafft. Er war auch einer wie all die wir kennengelernt haben, die nie irgendwie eine Reue gespült haben. Und man weiß ganz genau die Interviews, die Alois Brunner der Zeitung Die Bunte gab, wo er sagt, ich bedauere es nur, dass ich nicht mehr Juden habe deportieren lassen können. Das waren alle, die wir gesehen haben und das die wir persönlich konfrontiert haben. Es waren alle, die hatten nie ein Gefühl, Lischke, Hagen, Heinrichsen, nie ein Gefühl des Bedauerns, nie ein Gefühl für die Opfer, nie ein Wort über die Leiden der Opfer verloren. Sie waren nur damit beschäftigt, dass wir jetzt ihr ruhiges Leben stören können und ihr... Und auch Lischke, als wir ihn in seiner Wohnung trafen, sagte, ach, ich habe nie etwas von der deutschen Justiz zu fürchten. Aber Gott sei Dank, er wurde verurteilt. Und Sie sind da sachlich dran geblieben. Ich habe ja immer wieder nach Wut gefragt, nach Ihrer Motivation. Aber ich habe den Eindruck, Sie haben das wirklich sachlich mit Ihrem Mann, der ja Anwalt ist, Stück für Stück abgearbeitet mit einer unglaublichen Geduld. Sie mussten ja teilweise Jahre warten, bis Sie... Und jahrelang wurde demonstriert mit unserer Gruppe. Waren wir nach Köln gereist und haben vor seinem Büro demonstriert und festgenommen worden saßen im Gefängnis unsere Leute, unsere Freunde in Köln. Also, und dann hatten Sie nach Jahren auch oft erst die Erfolge zu verzeichnen. Würden Sie sagen, Frau Klaasfeld, Ihre Arbeit, Ihre Jagd nach diesen alten NS-Verbrechern ist heute abgeschlossen? Die ist abgeschlossen. Das ist ganz klar, wie ich schon sagte, es gibt heute keine Fälle mehr, wo man einen großen Prozess, einen historischen Prozess durchführen kann. Aber Sie machen auf mich einen unermüdlichen Eindruck. Was machen Sie heute? Aber unsere Arbeit ist eben, ich sagte, seit Jahren hat mein Mann schon Bücher veröffentlicht über die Endlösung der Judenfragen in Frankreich. Ich sagte, wir arbeiten mit Dokumenten. Zum Lischka-Prozess lag das Buch vor, der 76.000 Juden aus Frankreich deportiert, Name, Vorname. Wir haben dann 1992 ein Buch veröffentlicht mit den 11.400 jüdischen Kindern, die aus Frankreich deportiert wurden. Wir haben Fotos gesammelt. Wir haben mehr als 4.000 Fotos von den jüdischen Kindern, die aus Frankreich deportiert wurden. Wo haben Sie die denn herbekommen? Überall. Wir haben rumgefragt im Fernsehen und dann die Überlebenden haben uns geschickt. Wir haben jetzt gerade ein Band 10 rausgebracht mit neuen Fotos und wir haben diese Ausstellung in den deutsch-französischen Bahnhöfen gezeigt. Auch ist mir gelungen, in Berlin, in Deutschland, in einigen Bahnhöfen die Fotos zu zeigen von den jüdischen Kindern deutscher und jüdischer Abstammung. Aber die sind ja auch durch deutsche Bahnhöfe gefahren. Herr Medon hat es abgelehnt, aber dank der Intervention von Herrn Tiefensee, damals Verkehrsminister, ist diese Ausstellung auch gezeigt worden. Das sind Aufgaben, die wir haben. Und ich sagte ja, Gedenktafeln werden überall angebracht, Gedenkfeiern. Und das ist eine Aufgabe, die wir weiterführen werden. Die Überlebenden werden aussterben. Aber wie soll man der Jugend erklären, was geschehen ist? Anhand von Museen wie hier in Deutschland, Holocaust-Museum, Wannsee-Haus, Jüdisches Museum in Washington und überall in Frankreich. Aber die Literatur und die Dokumentation ist sehr wichtig. Durch Ihre Arbeit kann man es der Jugend erklären. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Beate Klaasfeld. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Alles Gute weiterhin für Sie. Danke. Und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Das war Planet Wissen. Bis bald. Tschüss.